mit dem schönen Metropolis-Soundtrack. Genau, der ist nämlich doch hier. Anscheinend. So, und zwar werde ich ja Lufthoheit machen, einfach weil das das Einfachste ist, um die Sachen zu sammeln. Da muss man ja nur diese paar Transporter abschießen und, ne, in den anderen Missionen ist es richtig heftig, aber hier easy. Dann hoffe ich mal, dass ich den auch gleich finde. Ich hoffe auch, dass ich den mit dem Schiff einsammeln kann. Die Transporter machen uns zu schaffen. Wir brauchen Luftunterstützung. Ist ja gut. So, und zwar war das hier. Nein, hier war es noch nicht. Ja, der Bolt hängt wirklich an einem solcher Türme. Also laut einem Zuschauer. Und ich hab den im Video, er hat mir den dann auch im Video gezeigt, also die Zeit genannt, wann er den gesehen hat. Da ist er. Tatsache. Hey, du hattest recht. Du hattest tatsächlich recht. Okay. Ja, und dort habe ich den nämlich auch gesehen. Also da gibt es wirklich eine Sekunde oder sogar zweimal. Zweimal je eine Sekunde, wo man ihn sehen kann in meinem Video. Und ich habe ihn dort natürlich nicht gesehen. Gut, aber ich will das jetzt auch nicht unbedingt machen. Metropolis ist fertig. Auf jeden Fall von den Bolts her. Das ist doch wunderbar. Und jetzt kann ich gehe jetzt auch nochmal zur Phoenix und hoffe einfach, dass hier der Alarm wieder weg ist und dass ich überall hin kann. Das wäre nämlich echt cool. Und dann kommen eigentlich auch schon die Quark-Videospiele an die Reihe. Von wegen hier die Bolts sammeln. Und vielleicht sogar die Zeit schaffen, die Zeiten. Ja, je schneller man die schafft, desto wahrscheinlicher ist es, einen Stilpunkt zu kriegen, weil die haben alle so ein Zeitlimit für die Stilpunkte. In jedem Quark-Level gibt es einen Stilpunkt und einen Bolt. Zumindest glaube ich das, oder... Ich hab's gehört und... Ja, egal. Und ihr habt mir natürlich auch wieder verraten, wie viele Platin-Bolts es insgesamt auf der Phoenix gibt und was ich dafür tun muss, ne? Jedes Quark-Videospiel und... ein Platin auf dem Hindernisparcours und... Den habe ich aber, glaube ich, schon. Ich glaube, den habe ich schon, den habe ich schon auf jeden Fall. Und natürlich die hier, ne? Einen in der Kampfarena, den ich mir übrigens auch schon geholt habe, ne? Alles auf Video. Oh, da habe ich auch 100. Genau, und ab hier, die drei Level fehlen mir jetzt noch, von wegen den ganzen, ja, Glitzerzeug-Dingern. Dann mache ich das doch einfach nochmal und werde jetzt auch den schönen Cheat für Quark aktivieren. Sein schönes Kostüm. Ich hoffe, den habe ich noch im Kopf. Der war eigentlich gar nicht so schwer zu machen. Der war hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, Kreis, Kreis, Viereck. Nein. Genau das war er nicht. Aber so ähnlich. Dann boxe ich mich hier erstmal durch. So. Moment, es war... Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, Kreis, Viereck, Viereck. Genau! Und jetzt hat er sein Ballerina-Kostüm an. Ist das nicht geil? Ja, diesen Cheat hat ja auch der liebe... Na, Al hat ihn ja auch benannt. Er hat ihn uns verraten in der Cutscene, was ich richtig geil finde. Und Insomniac Games verrät die Cheats. Das ist doch epic. Ja, ich gehe gleich nochmal zurück. Ich werde mich jetzt ganz genau umschauen. Ich will jetzt nichts verpassen. Deswegen mache ich das ja jetzt auch nochmal. Okay, das war Bullshit, was ich da gemacht habe. Oh, ich glaube aber, der war auch ganz fies versteckt. Also wenn ich, ist gut möglich, dass ich den jetzt nicht finde. Und dann ist alles ab hier für den Arsch. Dann könntet ihr eigentlich abschalten, weil jetzt passiert nichts mehr, weil ich es wahrscheinlich eh verkacke. Aber okay, ich versuch's. Ich gebe mein Bestes. Nix da. Wow.
Ach genau. Genau, da wollte ich ja auch noch lang. Weil hier, ja, da war das Ding. Das habe ich auch beim ersten Mal schon gesammelt. Also kein Problem soweit. Oh je, was mache ich da? Was mache ich da, Leute? Könnt ihr es mir sagen? Aber Quark sieht so geil aus, Mann, ey. Sieht richtig aus wie so ein Schulmädchen. Lalalala, ich ziele. Boah! Richtig cool gemacht, ey. Vor allem den Superhelden, den größten Superhelden aus dem Spiel, einfach mal so in so ein Kostüm reinzwängen. Der Humor ist doch unglaublich geil. Ach, das war das Level, genau. Das war dieses Stadtlevel. Und hier war es ganz fies. Hier war irgendwo dieser blöde... Ne, hier war er nicht, oder? Ich hoffe, hier war ein Checkpoint. Jo. Das ist irgendwo ganz fies wieder versteckt. Diese letzten 10 Dinger habe ich beim letzten Mal ja nicht gefunden. Die sind in diesem Stadtgebiet. Und zwar kann man irgendwo runter... Ja, man kann dann zwei Stellen dort runter. Die eine habe ich sogar gefunden. Beim ersten Mal durchspielen hier. Habt ihr ja alle gesehen, hoffe ich. Und ja. Die zweite Stelle, wo das geht, die werde ich jetzt hoffentlich auch finden. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Darunter nicht, da bin ich mir sicher. Aber vielleicht war es ja auch schon hier runter. Ich glaube aber eher nicht. Ey, das müssen die doch anzeigen. Sowas ist doch fies. Oder war es hier? Es kann überall sein, Leute. Aua. Es kann auch hier sein. Hm. Es sieht sogar sehr gut aus. Nein, 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 es sieht nicht gut aus. Und ich bin wieder hier. Aber ihr, ja, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr mich ein Spiel zu 100% durchspielen lasst. Ich muss halt probieren, bis ich's finde. 4 Minuten. Oh je, der Part wird richtig schön lang. Jetzt verschlucke ich mich auch noch beim Reden. Ja, ich esse nicht. Oh je. Aber es sollte eigentlich... Also hier unten auf jeden Fall nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist viel zu viel freie Fläche. Aber Moment. Vielleicht ist es ja hier. Nein, 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 nein. Also hier auch nicht. Hier... Ich glaube, hier ist es auch nicht. Da, nee. Und da, nee. Da auch nicht, nee. Boah, wo soll das sein? Oh je. Was? Hier? Hier war's. Hier war's. Wetten? Oh, es wird aber nichts angezeigt. Oder? Nein, hier war's. Hier war's doch. Oder? Moment, da bin ich hergekommen, ne? Oh je. Oh je, ich verlaufe mich gerade. Es war hier. Was? Na, ich bin wieder hier. Dann probiere ich jetzt einfach alles aus. Komm. Ich bin endlich hier. Checkpoint. Okay, ich hab's ja kapiert. Hier ist es dann halt doch nicht. Oh, wie sieht's das Blättern? Blätter, Arsch! Hier war... Nein, nee, Moment. Hä? Okay, Leute. Ich hoffe, ich hab noch nichts verpasst. Wow. Aber ich wüsste nicht, dass ich schon was verpasst habe. Aha, achso, nee, da geht's regulär weiter, ne? Oh je. Moment, ich möchte nochmal was ausprobieren. Okay. Okay, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Kein Secret da unten. Oh je, was? Diese scheiß Laserstrahlen, die müssen immer gleich so austicken. Aber hier. War das die Stelle? Das war die Stelle, die ich nicht... Oh, oh.
Oh. Oh, das war die Energiestelle. Oh. Okay. Ja, die habe ich das letzte Mal ja nicht gesehen. So klug bin ich ja gerade noch. Oh je, da ist schon wieder so ein Penner, ey. Nein. Oh na, oh. Ich hoffe echt, ich habe noch nichts verpasst. Ansonsten wäre es echt ärgerlich. Okay, da ist auch nichts. Der Wandsprung ist eigentlich ziemlich cool, um die oberen Bereiche zu erkunden. Zack. Genau, hier war diese Stelle. Die habe ich beim letzten Mal schon gefunden. Und mehr war hier auch nicht. Moment. Doch, doch, alles richtig, okay. Ich war gerade verwirrt wegen links, ob ich da überhaupt schon war, aber ja, ja, da war ich schon. Ach, halt! Ach, halt! Das kann ich ja gar nicht mehr oben lang. Okay, Selbstmord. Moment, da wollte... Ah, nee, ich kann ja gar nicht mehr hoch. Ich würde nicht mehr hochkommen. Oh je. Nein, hier geht's auch nicht lang. Okay. Alles klar. Gut. Ich glaube, ich bin zu früh runtergegangen. Wartet mal. Oh, ich weiß es nicht. Oh nein, bitte nicht. Okay, da geht's auch nicht lang. Ja, alles ausprobieren, Leute. Aber ich denke, da oben konnte ich lang und... Oh, shit, ich bin zu früh runter. Das war, glaube ich, mein Fehler. Also gut. Dann in diesem Run auch wieder nicht. Es geht schon 8 Minuten 30, ey. Eure schöne Zeit. Aber wisst ihr, ich lade den heute noch hoch, dann habt ihr was Schönes zum Gucken. Wisst ihr, das ist doch nett von mir. Die kommen aus dem Nichts. Da muss was sein. Nein, nein, nein. Das ist nix. Oh je, oh je. Es ist richtig fies. Es ist so richtig fies. Also den Rekord werde ich definitiv nicht brechen. Wow. Genau, hier war wieder das. Ja, und dann fehlen noch 5 Stück und ich bin fertig mit dem Level. Okay, nicht zu weit runter. Ja gut, da ist nichts mehr. Ja, das sind die letzten 5. Genau, das waren die letzten 5. Okay. Ja, ich bin wahrscheinlich zu früh runtergegangen und, oh Mann. Ja, okay. Gut, dann lassen wir das. Dann lassen wir das. Dann gibt's das nächste Mal. Genau 10 Minuten. Ist das nicht toll? Das sollte doch einen Stilpunkt geben. Genau 10 Minuten. Nee. Das ist doch blöd. Aber okay. Dann wird das irgendwann anders kommen. Ach, Mist. Aber ein Vorteil hat's. Ich habe das Leben gefunden, das ich noch nicht hatte. Und ich habe euch mal das Ballerina-Kostüm von Quark gezeigt. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Und zur Belohnung, dass ihr das jetzt so tapfer durchgehalten habt, schauen wir uns doch nochmal meine Trophäen an. Oh, schon eine stattliche Sammlung, aber da fehlen noch ganz schön viele. Okay, da haben wir einmal Ratchet, hey, Quark, ja, Nefarius, Crunch, der Klempner L, Freund der Schutztruppen, ach genau. Ziemlich geil. Und Ratchet. Das sind echt nicht viele. Ja, und eben, sobald wir alle haben, geht diese Tür hier auf.
Aha. Ist gut, Helga. Also sie rekrutiert wieder. Und dann würde ich sagen, wie so viele andere Folgen auch, beende ich hier den Part vor meinem Schiff auf der Phönix. Es gibt so viele Parts, wo ich das gemacht habe, aber ich werde weitermachen. Also. Und im nächsten Part, ja, werde ich dann den nächsten Planeten ansteuern. Kronos. Und ich hoffe mal, dass ich den pack, ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part ist nicht zu lang geworden. Wahrscheinlich ist er es, aber okay. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit und bis zum nächsten Part, ne? Ciao.